Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier bei Shakes and Fidget. Ich grüße euch, hi hi hi. Es ist mal wieder Sonntag, es ist mal wieder ein produktplatziertes Video, wie ihr hier oben seht. Und es gibt natürlich wieder die Auflösung von letzten Giveaway plus ein neues Giveaway. Wer hätte es denn erwartet? Wir schauen uns erstmal das Giveaway an, würde ich sagen. Ne? So, this is over. Ne? Drücken wir mal drauf, starten hier. Es gab 4 Gewinner, 4 Amazon-Gutscheine im Wert von 5 Euro. Platz 1, Platz 3 ist der Till N. Platz Nummer 2 ist der Black Girl Malone Live. Und Platz Nummer 1 ist der Mary Engel. Herzlichen Glückstrumpf. Platz 4 ist Esel HD. So, Murray und Black Malone haben sich schon gemeldet, beziehungsweise haben schon alles richtig gemacht. Ich habe auch schon über Amazon das Ganze für euch geordert, müsste alles da sein. Lieber Till und lieber Esel, bitte checkt eure E-Mails, bestätigt das Ganze, dass ich eure E-Mail zurückkriege und dann kann ich das Ganze bestellen. Es fehlen vom letzten Giveaway, also nicht von denen, sondern das davor, also sprich Oktoberwoche 4 fehlen auch noch welche. Aber gut, wenn es nicht passiert, haltet alle, die immer mal mitmachen, haltet immer mal jede Woche eure E-Mail-Konten im Blick. Es wird dann immer weiter ausgewählt, ne? Wenn der nicht reagiert, wird der nächste und so weiter und so fort. Ich habe jetzt teilweise noch E-Mails gekriegt von Giveaway, keine Ahnung, von August oder so, wo dann endlich mal einer gefunden worden ist, der reagiert hat. Deswegen immer Augen aufhalten, falls die Herrschaften nicht reagieren, wird dann immer nachgezogen, bis die ganze Portfolio-Liste durch ist. So, es gibt natürlich schon ein neues Giveaway, ganz klar. November Woche 2. Es gibt wieder 4 Amazon-Gutscheine im Wert von 5 Euro. Ihr kennt das ganze Prozedere mittlerweile, würde ich fast sagen. Ne? Have fun, good luck, have fun. Wie ich immer schön sage, viel Spaß damit. So, ansonsten, ja, Shakes and Fidget, Stufe 113 sind wir mittlerweile. Hip hip hurra. Wir haben momentan Epic-Wochenende. Ich habe ein bisschen was gemacht. Und mit ein bisschen meine ich in dem Sinne, ich habe ein bisschen Epics gesucht. Ihr seht es auch schon, unsere Pilzanzahl ist ein bisschen weiter runtergetroppt. Immer noch im vertretbaren Rahmen. Also so schnell werden wir jetzt nicht wieder pleite gehen. Hoffe ich zumindest. Aber ja. Und das ist da so die aktuelle Sache. Zeige ich euch auch gleich. Wir müssen aber erstmal wie immer unsere Alu hier durchballern. Die habe ich nämlich für den heutigen Tag auch noch. Dürfte ich kurz, danke. Für den heutigen Tag auch noch gar nicht gemacht. Aber ich habe ein paar schmucke Dinge gefunden. Also ein paar schmucke Ausrüstungsgegenstände. Und da hatten wir mal ein bisschen Glück gehabt in der ganzen Prozedur. Ich weiß gar nicht, wie weit hier meine Ohren noch reichen. Aber ich hoffe, sie reichen. Ja, 38. Okay, wunderbar. Beim letzten Mal genug gekauft, dass das Ganze auch reichen tut. Ich habe neue Dungeons freigeschaltet. Da kommen wir auch wieder ein bisschen weiter. Ansonsten mit Erreichen der Stufe 100 haben wir natürlich dann noch so ein paar neue Klimbim-Dinger halt freigeschaltet, ne, wie zum Beispiel das Portal, was wir jeden Tag besteigen können. Bringt uns momentan nicht viel, weil wir nicht wirklich den Schaden daraus ziehen, muss man auch noch momentan sagen. Das dauert halt alles noch. Und dadurch, dass wir jetzt noch nicht so die höchste Experience in der Gilde haben, im Sinne von Ausbau, wird sich das Ganze auch ein bisschen hinziehen. Ne? Das zieht sich jetzt ein bisschen länger wie in der letzten Welt, was einfach daran liegt, wir sind halt weniger Leute. Das ist ganz klar. Und ich sage ja immer wieder, wie gesagt, ihr müsst nicht zwanghaft mit Pilzen spielen. Dafür kriege ich ja welche. Da müsst ihr ja kein Geld reinpumpen, wenn ihr einfach nur just vor Geige halt nebenbei spielt. Das wäre zwar immer wieder schön, wir müssen jetzt schon ein paar Leute rausschmeißen, weil sie wirklich dann schon seit fast 3 Wochen inaktiv waren, dann auch rausschmeißen. Also regelmäßig solltet ihr schon spielen. Ich meine jetzt eben am Tag reingucken. Oder öfters in dem Sinne, um eure Alu da durchzuballern. Oder dann später mit den Uhren. Das sollte jetzt in dem Sinne machbar sein. Ne? Ansonsten ergibt es halt auch keinen Sinn. Also eine Gilde mit Inaktiven oder mit Leichen, das bringt dann auch nichts. Und bringt den anderen Spielern ja auch nichts. Und es soll ja eine gewisse Gemeinschaft sein. Huch. Die beiden. Also die allen in dem Sinne was bringen soll, ne, ganz klar. Sonst könnte ich auch irgendwie in die Top-Gilde gehen und fertig aus Mickey Mouse, ne, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern ihr sollt ja Vorteile daraus ziehen, deswegen machen wir das Ganze ja hier dementsprechend auch. So, letzte Alu hier mit rein, dann sind wir da auch schon fertig. 115 erreichen wir jetzt dadurch nicht, ist aber nicht so das Problem.
Gut, wunderbar. Dann kann ich hier erstmal wieder ausleeren. Das geht mal mit weg, weil ich will noch ein bisschen was über haben. Drehen wir hier noch ein bisschen am Rad. Weil wir es können und weil wir da auch wieder 1000 sinnlose Gegenstände bekommen. Zack, zack, alles weg hier. So, erstmal Festung. Wir haben hier alles auf 9, beziehungsweise hier auf 10, 10 und hier wird momentan auf 10 ausgebaut. 10 und 10. Wir wurden mal wieder angegriffen. Belastend, belastend, belastend. Und hier gibt es auch nichts Aufregendes, wo es sich jetzt lohnen würde, reinzuballern. Leider Gottes. Aber erstmal Equipment. Ich habe eine neue Waffe. Wir haben einen neuen Brustkörper, neuen Hut, neue Schuhe, neuen Gürtel. Ja. Es ist 84.000 Schaden jetzt mittlerweile. 1,6 Millionen XP. Obwohl ich das hier gerade mal. Ich mag rumme Zahlen nicht. Ja, okay, gut. Dann kannst du mich halt auch mal kreuzweise. Bäm. Gut. Ja, 84.000, schieß mich tot, das passt soweit alles, suche Gilde, das ist ja auch schön, wir haben ja noch Beine, wir sind momentan 25 Mann. Ja, hier, Igus, was ist mit dir los? Wir sind mittlerweile bei Raid bei 6 von 150, ich werde da gleich nochmal versuchen, gucken, ob wir da noch weiterkommen. Das heißt jetzt im Zwischenfazit, wir haben 35,6 und 31,4, ist immer noch nicht das, was wir eigentlich wollen. Aber es ist schon mal besser wie nichts. Hier sind wir bei 1-1. Das Hallo, mein Schöner. Das zieht sich allerdings. Ne, ihr seht, ich mache gerade mal 3% Schaden. Wird noch eine Weile dauern. Leider Gottes. Bei den Pets habe ich ja mittlerweile angefangen, bei einigen hier was zu machen. Bei anderen, dann bin ich hier, habe ich halt noch gar nicht. Das pushe ich hier. Also Feuer pushe ich noch hoch. Aber der Rest ist jetzt so eher, naja, so aus Not. Weil ich finde halt auch einfach keine passenden Eier, leider Gottes. Was das Ganze nicht gerade besser macht. So. Aber da gucken wir mal kurz, inwieweit wir hier kommen. Weil das Ganze gibt natürlich auch noch XP und das gar nicht so wenig. So, ich glaube, hier ist dann Ende. Dann können wir das Ganze nämlich auch mal in den Habiaten weiter pushen. Und ihr seht ja. Das bringt gute XP, das kann man immer mal ein Level nach dem anderen. Hier bringt es halt zum Beispiel gar nichts. Ich meine, der müsste das mittlerweile schaffen. Aber so wirklich kommen wir halt hier nicht voran, was so daran liegt, dass ich ihn halt nicht füttere. Das ist jetzt auch keine Überraschung jenseits. So, aber somit können wir hier schon mal gut Level aufsteigen. Ich mache mal hier kurz den Sound an. Ganz noch nebenbei. Jojo, da quietschen sie rum. Na gut, so viel ist jetzt auch nicht. Aber wir noch ein bisschen Feeling hier bei den Dungeons haben. Das müssten wir jetzt mittlerweile knallen. Jawohl. 117 und bringt uns natürlich durch die Epics gar nichts mehr. Gucken, wie wir hier weiterkommen. Funktioniert auch, kriegen wir auch noch Müll. Ja, first try, first kill. Das läuft ganz gut. Manchmal sind da ein paar Dinger dabei, wo man sich so denkt, okay, bringt uns aber allerdings auch nicht wirklich viel. Jawohl. Wunderschön, wenn wir jetzt noch die Zähne schaffen, wäre ich fast beeindruckt. Ja. Haben wir geschafft. Wunderbar. Geht's ja weiter. 124, wir steigen. Außer halt, Rucksack ist voll. Huch. Ja, sehr schön. Kriegt man alles gar nicht mit, wenn der Sound aus ist. Ist vielleicht manchmal auch besser so. So, gut, dann einmal zerlegen. Hier gibt's gut Staub dafür. Und den brauchen wir. Der Rest kann in dem Sinne weg. Weil da müssen wir uns nicht weiter damit aufhalten. Gut, der liegt genauso. Das ist dann aber erstmal wieder der letzte Dungeon. Der hier. Okay, wir. Da rammeln wir aber ganz gut durch hier. Okay. Das läuft. Schön, den gleichen Kopf habe ich über den Shop bekommen. Also das Epic. Ja, hat sich auch erledigt. 228. Auch erledigt. Alles klar, wir rammeln halt. Jawohl. Ja. Wunderbar, und schon haben wir den Märchenturm erfüllt. Und wir haben mit dem Märchenturm gleichzeitig auch unsere ersten Gefährten. Ja, das war wieder typisch, dass das Ding besser ist, als wie das, was ich gezogen habe. Ich könnte kotzen.
Also ohne Witz, kein Kotzen. Okay, das behalten wir dann also. Selbst das, naja gut, das ist in Ordnung. Das muss ich sagen, das ist in Ordnung. Das heißt, ich raub das raus. Hau das rein. Das hat einen 69er, das hat einen 104er. Das ist soweit in Ordnung. Gut. Der Rest ist Schnulli. Das kann der hier... Was? Nein, das kann der hier gebrauchen. Intelligenz ist dann eher wieder weniger. Das, ja, Geschick ist halt auch nicht. Ja gut, das ist für den natürlich krass, aber das macht keinen Sinn. Auf erster, das geht nur für Krieger und Berserker. Okay, also bringt uns das, obwohl... Der könnte das hier kriegen. Ah, dann haben wir schon mal besser als gar nichts. Gut, das lohnt sich jetzt eigentlich alles nicht wirklich zu zerlegen. Dafür ist es zu low. Sehr gut. Ah ja, jetzt schalten wir ja die Dinger automatisch frei. Also die nächsten Dungeons werden alle automatisch freigeschaltet, glücklicherweise. Da brauchen wir keine Schlüssel mehr. Aber man sieht dann auch schon, hier ist dann Ende im Gelände. Was den schnellen Vorantrieb geht, 210, die sind uns dann schon eine ganze Weile drüber. Und hier beim Märchenturm, wir können es gerne probieren, aber ihr seht auch das, bis wir jetzt erstmal alles wieder equipped haben etc. pp, das dauert. Das dauert wirklich in der Tat. Aber das ist eine schöne Waffe. Zumal die müssen alle mit Waffen ausgestattet werden, dass das überhaupt erstmal, ne, so läuft und so weiter und so fort. Wisst ihr Bescheid? Gut, ja. Dann sind wir hier ganz gut vorangekommen. Das ging jetzt besser als gedacht, um ehrlich zu sein. Aber okay, hab nichts dagegen. Wunderbar, Stufe 131. Haben einen guten Boost gekriegt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, also nächste Woche. Es kann sein, dass Sonntag ausfällt wegen Agritechniker und so. Ich bin da vor Ort. Bin aber Sonntag früh eigentlich auch wieder da. Muss ich halt gucken, je nachdem, wie es läuft. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, denkt ans Giveaway, ne? Und euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Tschüssi, Kowski.